Servus, Leute! Hallo. Ich habe das schon so lange nicht mehr gesagt. Hallo, Boydor. Ich habe es auch nicht vermisst. Ich kenne das Gefühl. Ah, wie hübsch und so symmetrisch. Ja. Krasser Scheiß. Ja. Wow, ich bin... voll abgegessen. Du bist... Ja, so. Wir haben unseren Transporterraum. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt auf große Fahrt begeben und... Home! Ah, cool, das kann jeder selber benennen, das ist gut. Ja. Ich war mir nicht so sicher. Home, wir haben Outpost, wir haben Beam to Ship, wir haben Party Member, Teleporter. Party! Woo! Okay. Ja, wer, ist irgendjemand jetzt eigentlich irgendwo im Weltraum unterwegs auf einem Planeten, der, also mit seinem Raumschiff, ach nee, ja doch. Wo wir noch nicht waren. Ich könnte mal mein Raumschiff nehmen. Okay. Weil wir jetzt den Homepunkt haben. Ist das völlig egal, können ja alle rumfliegen. Ja, wir können von jedem, also ich kann von meinem Schiff aus zum Home-Bookmark dann fliegen. Ich gehe davon aus, dass ich das auch kann. Mal eben Upgrade Ship to Sparrow Class. To Upgrade Modules. Geht das? Hallo, Failure! Was? Das Pferd sagt Failure. Ich hab Failure verstanden. Das heißt Fail. Na du? Ihr dürft das Tier auch füttern, wenn ihr wollt. Wenn ihr Sachen habt zum Füttern. Will nicht. Räum jetzt seine Kiste aus hier. Sehe auch nichts drin. Nur so uralt Waffen wie Was? Bei mir auch. Das ist aber mehr drin als bei mir. So. Glaube ich nur ein Teleporter-Core. Ich habe auch einfach nur da reingeschmissen. Checken wir mal. Die Planeten. Weißt du, was ich echt schade finde? Hm? Diese Eisenbahn als Raumschiff könnte echt voll cool sein, wenn die nicht grün wäre. Ja, warum ist sie grün? Gibt schönere Farben. Fragt die Leute vom lachenden Fisch. Der Entwickler Chuck Le Fisch. Wenn die so richtige so Dampflokfarben hätte, so, weißt du? Aber so grün. Das ist halt, ganz krass oxidiertes Kupfer. Ganz krass oxidiert, aber ganz hallo. Ganz krass oxidiertes Kupfer. Von dem vielen Sauerstoff im Weltraum. Ich kann gerade überlegen, wo kann man, was ist das denn hier? Weather, moderate, surface analysis, covered in snow, nicht, was... little plant life, keine Ahnung. Was? Wir brauchen auf jeden Fall ein System, wo wir Titan finden. Ist halt die Frage, wie schwierig das sein muss. Ist das medium oder ist das schon... Medium Rare? Nee, wie heißt das? Fiery oder so? Keine Ahnung. Medium Rare, wie mein Steak. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, welchen Schwierigkeitsgrad wir mittlerweile erreicht haben. Lustigerweise sind die Threat Levels sind mittlerweile angegeben in Wörtern. Harmless, Extreme und so genau, weiter. Genau, deswegen, ich weiß nicht, wo wir da sind. Ob wir bei, also Extreme werden wir wohl nicht sein. Vielleicht ist das abhängig von unserem aktuellen Equip, wie das von der... Einstufung ist. Ja, nur was ist jetzt quasi die nächste Stufe, wo wir Titanium finden? Das ist halt die Frage. Ob wir... Ich weiß es nicht. Harmless und mostly harmless wird ja nicht mehr der Fall sein. Weiß nicht, was danach kommt. Das sah gerade seltsam aus, wenn wir ein bisschen so in die Decke gesprungen und dann da stecken geblieben. Okay, das Spiel braucht eine halbe Ewigkeit, bis es Daten zu einem Sonnensystem lädt mittlerweile. Okay, das ging mal schneller. Aber das Problem hatte ich vorhin auch, als ich zum Outpost fliegen wollte. Kann man hier andere Farben... Oh. Oh. Mach mal weiter. Hier, das ist interessant. Risky. Plant covered in alien plant life, non-breathable atmosphere, high levels of radiation. Das könnte dann passen, oder?
Wir können ja und atmen, ne? Ne, haben wir Radiation Suits? Haben wir sowas schon? Ich glaube, sowas braucht man doch schon mal für irgendwann eine Quest oder so. Nevermore, wenn du jemals bei mir auf der Couch einpennen solltest, du kannst dir vorstellen, was ich mit deinem Gesicht anstellen werde. Ich war das nicht. Ich muss weg. Was ist das? Das ist die Schneeballkanone. WTF. War es trotzdem nicht. Sind wir jetzt irgendwo hingeflogen oder nicht? Ich glaube, das ist nicht passiert. Irgendwer hat angefangen, Schabernack zu machen und... Was? Und du verdächtigst einfach irgendwelche Leute. Ja. Das tue ich. Also ich glaube, wir haben nur Breath Protection. Das heißt, radioaktive Planeten wären nicht so gut. Ach so. Okay. Aber ich meine, da gäbe es sowas wie Radiation Suit oder sowas. Irgendwann bestimmt. Ich komme. Oh, no. Dann nicht. Oh, Poisonous Ocean. So, yeah. Klingt nach einem echt gemütlichen Ausflug. Ja. Hier ist da. Ich guck gerade mal hier. Temperature dangerously low. Ach du meine Güte. Temperature dangerously high. A dead planet cooked by its sun. Unforgiving volcanic terrain. Non-breathable atmosphere. Temperature dangerously high. Ich glaube, da kommen wir auch noch nicht hin. Außerdem weiß ich auch nicht, ob es da groß was gibt. Auch wahrscheinlich irgendein Material, was irgendwie voll krasser Scheiß ist. Aber das können wir nicht benutzen bisher. Weil ich meine nämlich, Temperature High und so ein Krams, das würde uns auch betreffen. Hier ist auch noch einer, der ist der einzige in dem Sonnensystem zumindest, der dann harmless ist. Rocky Airless World, Great Source of Fuel. Ja, das sind die, wo nichts los ist, wo man nur diese pinke Flüssigkeit sammeln kann. Aber da ist sonst nichts. Also würde ich vorschlagen. Eta Sigma, was haben wir da? Genau. Unforgiving Volcanic, blablabla, extreme dangerously high. Was hast du denn für ein Star-System, für ein Sternsystem? War das Fiery oder sowas? Das sonst hier ist jetzt Fiery, ja. Sonst probier mal, Frozen? Eccentric, glaube ich. Das ist so, glaube ich, die nächste Stufe. Exzentrisch. Ich bin mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher, weil... Ist die Sonne nicht in der Mitte, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ah, ist am Rand. Gefährlich. Da dreht die Sonne um die Planeten. Ja. Alle moderate. Ach so, ja gut, vielleicht ist ja das... Kann ja sein, dass das die Stufe ist. Ich weiß nicht genau, wo wir Titanium herkriegen. Harmless. Ja, harmless und mostly harmless, die sind eher wahrscheinlich nicht. Barren and life... This world suitable for large-scale construction. Ja. Würde ich sagen, nehmen wir mal... Oh, mostly harmless. Klingt gut. Dense forest plant life produces plenty of oxygen. Aber mostly harmless ist, glaube ich, zu lieb für unsere... also ich glaube... Moderate. Planet surface is covered in ocean. Jo. Haben wir noch nicht gehabt. Haben wir zumindest noch nicht gehabt. Vielleicht, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es da Titanium gibt, aber gut. Man kann es ja mal testen. Ja, wenn es moderate ist. Ja. Geht. Fuel reicht dafür nicht. Bist zu weit weg. Nimm doch einfach noch was aus deiner Kiste. Ich wollte gerade sagen, du hast in deiner Kiste was. Sonst, gehe ich erstmal. Was passiert eigentlich, wenn ich hier im Raumschiff das Fuel auskippe? Dann werde ich sauer und drücke dir einen Wischmopp in die Hand. Das wird passieren. Das passt dann zum Hintergrund, wenn wir alles mit Fuel voll machen. Es verbraucht tatsächlich 1000 Fuel. Diese Reise verbraucht 1000 Fuel. Ach du meine Güte. Ja. Ist das so weit weg? Ja. So, FTL Drive wird geladen. Sprung. Jetzt. Wunderbar. Choo-choo. Das ist der Hype Train. Wunderbar.
der größte Teil der Episode bis jetzt bestand daraus, zu diskutieren, auf welchem Planeten wir uns dann. Ja, so gehört sich das so. Klasse. Warum ist sie so weit weg? Hat sie ja nicht irgendwie die Homebase so in der Mitte oder zentriert oder was? Und dann ich hatte jetzt einfach was gesucht. Ich hatte jetzt einfach rumgeklickt, um zu schauen, ob ich da irgendwas Brauchbares finde. Und die waren alle Radioactive, Fury Gentle. Das war jetzt nicht so ganz das, was mir vorschwebte. Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin jetzt auch mal zu einem Planeten geflogen. Also mit meinem Schiff. Der vielleicht, also der ist auch moderate und irgendwie so ein Dust oder Desert oder sowas. Aber, also, das heißt quasi ich bin auch. Wir sind quasi momentan auf einer Strandwelt. Okay, warte, ich komme. Also gleich. Aber dann haben wir als Backup-Plan sozusagen noch den Planeten. Das ist gut. Immer gut für einen Plan. Ja, ne? Hab ich mir gedacht. Was passiert eigentlich, wenn man hier den Sand abgräbt? Dann fällt der ganze alle. Planet zusammen. Mann, ist das eine lange Fahrt. Da ist der Ozean. Jellyfish! Jellyfish! Oh, sowas Moment, ich muss das Netz ausrüsten. Ich will wissen, ob ich die fangen kann. So. Gleich a la SpongeBob, Patrick etc. das Quallen fangen mit Netz. Fischi. So. Die Möwen erschossen. Ich komme zu euch. Sind nach rechts gegangen. Und ich jetzt Buch? Nicht. Wow. Hallo. Hallo. Grab mal hier den Sand ab. Oh, schade. Das ist ja langweilig. Langweilig. Wie doof. Das wäre so witzig gewesen, wenn der ganze Planet zusammenbricht einfach. Wie mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, dass wir eigentlich keine Notwendigkeit für ein Atemgerät haben. Weil wir atmen können unter Wasser. So, ja. Oh. Hier sind große böse Fische unter Wasser. Echt? Ich klemme jetzt meine Maustaste fest und dann sehen wir uns. So sieht es hier aus. Hier sind große böse Fische unter Wasser. Ganz tief. Okay. Oh! Kann man Kokosnüsse angeln? Angeln. Angel Kokosnuss, genau. Ja, genau. Bitte, das will ich sehen. Ich habe keine Angel leider. Ich bin gespannt, wie lange ich das hier machen muss, bis der Ozean sich das senkt. Das ist super. Meine Kokosnuss. Oh mein Gott, was war das? Ich kann Kokosnuss-Eis machen. Yay! Ich freue mich. Ich sammle Kokosnüsse. Und ich höre Kampfgeräusche. Ja, das war ich mit der Schneeballkanone. Blub. Hallo, was bist du denn für ein Tier? Oh, du bist böse. Wie ist das Momentum verliert, wenn der Schneeball quasi auf die Wasseroberfläche kommt? Er sinkt dann runter wie ein Stein. Schneeball? What? Ja. Was macht ihr für Sachen? Huch! Ja. Kommst hier durchs Bild geflogen. Okay, hat das auch irgendwann mal hier ein Ende, das Meer? Oh, ja, Fisch ist aggro. Fisch ist wütend. Böser Fisch. Okay. Fisch dann, wird jetzt zu Sashimi. Oh, was ist das denn hier für eine Tiefseewelt? Ach, krass. Das ist aber hübsch gemacht, dass man die Fische dann nur noch so als Schatten sieht. Ja, das sieht schon witzig aus. Oh, Jellyfish. Oh, ich bin auf dem Boden angekommen. Oh, was gibt's hier? Oh, hier ist irgendwie eine Kammer. Da muss ich mich mal reingraben. Die Kammer des Schreckens. Da ist was. Jetzt habe ich Oshrooms aufgesammelt, was auch immer das ist. Okay, mal gucken, was es hier so für Materialien gibt. Das muss man ja jetzt auch testen, ne? Ach, krass. Ein Haus unter Wasser. Okay, ich habe Kohle gefunden. Wow, was für seltenes Material. Ich kann die Bäume unter Wasser fällen. Ah, ich glaube, die braucht man auch für irgendeinen Quest irgendwann. Diese Bäume. Was denn hier? Ich habe Wasser aufgesammelt, toll. Ich probiere mich mal von unten in diese Kammer reinzugraben, damit ich das nicht voll mache mit Wasser. Okay. Ich glaube, das funktioniert hier so nicht, oder? Keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall sehr krass, wenn das funktionieren würde. Boah, Physik! Das
Silber gibt's hier schon mal. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber Titan. Wobei, ich glaube, das ist auch ziemlich weit unten, ne? Ich weiß nicht, ob das hier so... Ja, aber wenn man sich hier so rein... arbeitet... Es funktioniert nicht. Der Pegel passt sich automatisch an. Ich muss eine Zwischenwand errichten. Leider. Sind wir da? Oh, ich habe Titanium gefunden. Ich habe Meta-Module Components gefunden. Zwei Stück, yay. Ich habe 21 Wasserballons gefunden. Wie geil ist das? Wasserballons? Ja, Water Balloon. Oh. A favorite of children and pranksters everywhere. Oh, ich will auch sowas finden. Ich auch. Oh, wait a minute. Hab ich ja. Hallo, Goofy. Ja. Ich glaube, ihr seid verwirrt. Nee, gar nicht. Er sagt das immer. Er sagt das immer. Und er hat nie recht. Was? Ja. Nie im Leben hat er recht. Was ist denn hier los? Dieses Material abzubauen um diese Kapseln da herum ist echt schlimm. Ja. Ich glaube, das ist Absicht. Die wollen, dass wir da quasi so full Monty-mäßig da rein und... Ja. Ich will auch. Ich hoffentlich ist bei in dem Haus, was ich gefunden habe, auch so Meta-Zeug drin. War das in der Kiste? Was war? Was das Zeug, was du da gefunden hast, war das in der Kiste? Also ich muss ich muss in den Keller, ja, okay. Ach, dauert das lange. Hoffentlich lohnt sich das. Weil mit drei Dingern oder so kann man seinen Manipulator ausbauen. Ja, das Wort ist halt schwer. Ja, in welchem Film war das? Das war irgend so ein Lamorque-Film. Sowas kenne ich. Auch irgendwas mit Mikrofilmen, aber der eine hat das dann irgendwie so komisch ausgesprochen. Ich komme nicht mehr drauf, wie der Scheißfilm heißt, ne? Ah, toll. Ich habe einen Teleporter-Core gefunden, sowas brauche ich nicht. Den brauchst du, wenn du auf deiner eigenen Welt auswandern musst, weil du mein Raumschiff angemalt hast, ohne vorher nachzufragen. Was? Na, dann ist ja gut, dass ich sowas gefunden habe, aber ich habe, glaube ich, noch so einen. Oh, bei mir mangelt es an den Pixeln. Okay, ich muss jetzt noch so ein Haus finden. Oh, großer Fisch. Mächtiger großer Fisch. Na, stirb, 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 stirb. Na, greif mich doch an. Du bist doch jetzt... Okay. Was ist das denn? Da habe ich noch ein Haus gefunden. Yay! Seid ihr noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, es war so still. Ich hatte schon Angst. Genieße die Ruhe hier im Ozean. Ruhig hier unten. Da kommt ein großer Fisch langsam auf mich zu. Ich glaube, der greift mich gleich an. Wärst du ihn? Kann man hier die unter Wasser Shell schießen? Shield. Oh Gott. Die Schilde haben mittlerweile eine eigene Health, wenn ich das richtig sehe. Was? Schilde halten nicht mal unbegrenzt lange. Oh, drei Wasserballons. 130 Pixel, immerhin. So. Ich will nicht weit... Ja, so. Boah, das dauert so lange. Das ist ja wie... Das tut es. Obsidian abbauen. Es ist fast wie pures Unobtainium. Naja. Aha. Ach, ja. Ja. So geht's mir auch gerade. Irgendwie, oh, abbauen, yay. Jetzt geht... Also abbauen macht ja Spaß, aber das muss, man ja, muss Ergebnisse aber, sehen. Aber jetzt gerade ist es sehr langwierig, ey. Aber man das lohnt sich. Ja, das ist... Schneller laufen. Die Angst hatte ich nämlich auch schon gehabt bei einer Wasserwelt, dass man, wenn man dann unter Wasser ist, da irgendwie so zeitlupenmäßig unterwegs ist. Oh, wenn man die ganze Zeit unter Wasser leben würde, da würde man so die übelsten Muskeln kriegen und dann kann man wieder schneller laufen. Okay. Oh, was habe ich denn da? Ja, ein Medical Kit. Logisch, oder? Ja, total.
Arrrr! Sie sagen nicht, oder was? Meine Frisur ist jetzt weg, aber ich habe eine Piratenbandana auf. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich bin mir noch nicht so sicher. To call you Bandana? Mhm. In der nächsten Folge von Waterworld mit Kevin Costner sehen wir, was uns noch am Grund dieses Ozeans erwartet. Bis dahin, haut rein. Blub, 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 blub. Blub, blub. Blub.